Als Projektleiter der Meisterstraße Steiermark für die Region Ostseerland möchte ich alle Zuseher des ARF herzlich zu einer Reise zu unseren Handwerksbetrieben einladen. Gemeinsam mit mir werden Sie unsere Mitgliedsbetriebe besuchen können und deren traditionelle Handwerkskunst und Kultur kennenlernen. Getragen wird die Meisterstraße im Ostseerland durch die RegioZ und unsere Arbeit wird uns ermöglicht durch Fördergelder der EU über die LA 16 in Graz und das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten. Ich lade Sie nun ein, mich zu begleiten zu unseren Betrieben. Georg Haselnuss wurde als erster und bislang einziger Maßschneider mit dem Steirischen Handwerkspreis durch die steiermärkische Landesregierung ausgezeichnet. Im Jahr 2000 hat er die goldene Erzherzog-Johann-Medaille der Wirtschaftskammer erhalten. 1973 übernahm der heutige Firmeninhaber den Traditionsbetrieb, der 1932 vom Vater gegründet wurde. Sohn René wird das Geschäft in der dritten Generation weiterführen. In der Maßschneiderei dreht sich alles um die Ostseertracht, die mit viel Traditionsbewusstsein und Kreativität immer wieder der Zeit angepasst wurde, und Originaltrachten. Hochwertige Maßarbeit mit ästhetischem Anspruch, das ist nicht nur die Firmenphilosophie von Georg und René Haselnuss, sondern auch die der Meisterstraße. Die Meisterstraße hat sich zum Ziel gesetzt, die besten österreichischen Handwerksmeister zu ermitteln, um damit einen Beitrag zur Renaissance österreichischer Handwerkskultur zu leisten. Obwohl die Grenzen des Ostseerlandes überschaubar sind, gibt es Unterschiede in den örtlichen Trachten. So ist die Altostseertracht durch den Spencer mit Schließe, Schüssel mit handgestickter Gams und Applikationen gekennzeichnet. In Bad Aussee dominiert der Einreiher, der am Rücken eine Falte mit Dragoner hat. Der Zweireiher aus Loden oder Leinen hat eine Rückenfalte und Applikationen. Auch in Grundlsee trägt man den Ein- oder Doppelreiher. Hinten hat er aber einen Hakenschlitz und ausgenähte Wellen am Revers. Und was wäre das Ostseerland ohne Dirndl, das sich durch große Vielfältigkeit auszeichnet? Am beliebtesten ist das Ostseerdirndl, das Grundlseerdirndl und das Anna-Blochl-Dirndl. Und für die Männer gibt es die Lederhosen aus Hirsch, Gams und Rehleder. Auch da unterscheidet man die Altausseer mit abgesetztem Rand, die Badausseer einfach und gerade und die Grundlseer mit weißem Randl. Meisterstücke aus dem Salzkammergut von Georg und René Haselnuss. Das ist ja lustig, soll das, sag ich alle, weil's